Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Ja, also das ist eigentlich immer das, was der Notar eher sagt. Mensch, machen Sie erst einen Darlehensvertrag und dann kommen Sie zu mir zum Notar. Ja? Gibt es nicht Banken, die auch sowas wie eine Finanzierungszusage schriftlich vorher geben und dass ich eben mit dem in der Hand erst zum Notar gehe? Ja. Nur da sage ich wieder ganz ehrlich, die Dinger sind meistens sowas von wachsweich formuliert, dass die eigentlich nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Ja? Das ist so, anhand der uns vorgelegten Unterlagen sind wir grundsätzlich bereit, die Finanzierung zu begleiten. Boah, das hört sich toll an, aber das können Sie auch in die Haare schmieren. Das hat juristisch keinen Wert. Da können Sie auch nicht sagen, liebe Bank, jetzt verklage ich dich. Dann sagt die, ja, wir haben uns grundsätzlich dazu bereit erklärt. Ja, aber grundsätzlich bereit erklärt heißt noch nicht ein Darlehensvertrag. Und Sie haben nichts in der Hand. Also, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich finde das auch nicht gut, aber es ist so. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage, einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!